Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge mit Train Simulator 3 hier auf meinem Kanal. Und ich habe Samstag heute, jetzt zumindest auf meinem Kalender. Und da habe ich mir überlegt, ich werde samstags mal die Vorschläge abarbeiten, die ihr hier so ein bisschen vorgeschlagen habt. Und dort wurde mir eine Fahrt vorgeschlagen auf der Strecke Bremen-Oldenburg. Das Ganze soll im Fahrplanmodus wohl stattfinden. Ich gucke mal nach. Nach dieser Fahrt, und das soll eine Fahrt mit der Baureihe 110 sein, und die soll um 13.15 Uhr starten. Ich habe hier nur 13.13 Uhr. Natürlich die Frage von Bremen Hauptbahnhof nach Oldenburg, 13.15 Uhr. Müsste aber diese Fahrt eigentlich sein. Wir fangen die mal einfach an und dann gucken wir mal. Und zwar soll es dort nachher wohl ein Problem mit einer Doppelbelegung von einem Gleis geben. Und das deswegen ist dieser Vorschlag auch gekommen. Und das wollen wir uns heute mal anschauen. Und dann kommen wir mal ein bisschen weg von den ganzen Szenarien. Muss ja nicht immer ein Szenario sein. Kann ja auch mal so ein bisschen quer durch die Bank ein bisschen gefahren werden. Vor allem kommen wir dann auch mal unter Umständen wieder auf Strecken, auf denen wir lange, lange nicht mehr unterwegs gewesen sind. Ich meine, Szenarien sind noch mehr als genug da. Müssten immer noch etwas über 50 sein. Ich habe die Liste auch schon wieder durch die ganzen DLCs noch gar nicht wieder auf Vordermann gebracht. Aber das holen wir jetzt dann nach zu dem CE-DLC, was gekommen ist für 6,99. Da habe ich mich ja darüber mokiert, dass nur zwei Szenarien mit dabei sind. Es kommt wohl noch ein drittes, welches nachgereicht wird mit einem Patch. Da gab es wohl ein Problem in dem Szenario. Deswegen wird das wohl noch nachgeliefert werden. Also fahren Sie diesen Personenzug von Bremen Hauptbahnhof nach Oldenburg mit der Baureihe 110. Das sollten wir erstmal hinbekommen. Ich würde als allererstes mal die Türen öffnen, dass die Fahrgäste schon mal ein- und aussteigen können. 13.15 Uhr sollen wir abfahren. Wir machen natürlich... okay, Licht ist an. Das passt dann soweit. Wir gucken vorsichtshalber nochmal nach. Ah, das ist noch nicht an. Jetzt muss ich erstmal wieder hier mich zurechtfinden. Führerstandsheizung, Leuchtmelder-Test. Da haben wir sie doch. So, und dann sollte das hier soweit doch alles passen. Ich werde hier vorne mal die Leuchtung ein bisschen hochdrehen. Bisschen niedriger. Ganz so über... ist. Jetzt sieht man sie fast gar nicht mehr. Ne? Ein bisschen sehen muss man sie schon. Sonst ist es schlecht. Wenn wir gar nichts mehr sehen. Und dann sind wir theoretisch fahrbereit, würde ich sagen. Außer dem Bremsschlüssel. Den sollte ich noch aufschließen, damit die Bremsen dann auch gelöst werden. Dann können wir die direkte Bremse mal anwenden. Und können die dynamische Bremse, die ist ja sowieso gelöst, und die hier dann auch in lösen. Dann sind wir jetzt quasi fahrbereit. Heute mal wieder die Karlsruher N-Wagen in DB-Rotlackierung. RL3002 ist das, glaube ich. Ich weiß, jetzt erzähle ich wahrscheinlich Blödsinn, ist aber auch egal. Wir fahren mal mit der Kiste los hier. Sobald wir denn dürfen. Ausfahrsignal steht, 40er Ausfahrt haben wir. Dann machen wir die Tür mal zu. Bremse lösen. Und dann können wir aufschalten. Und direkt mal den Hauptschalter gefraggelt. Ah, das ist ja nichts Neues. Mach ja nicht zum ersten Mal. Hauptschalter rausfliegen lassen mache ich ja hobbymäßig. Zumindest mal bei den Altbau-Lokomotiven. So, wir befreien uns mal aus der restriktiven Überwachung, beziehungsweise in diesem Fall ist es der Startmodus. Das ist nochmal ein Unterschied, ob wir restriktive Überwachung haben oder ein Startmodus. Und dann haben wir eine Langsamfahrt mit 40 und 50 erwarten. Dann wollen wir mal auf die 40 hochbeschleunigen. Die 50 wäre natürlich quittiert. Wir sind noch in der restriktiven Überwachung. Seht ihr daran, 1000 Hertz Leuchtmelder ist angegangen und wir haben die 550 Meter noch nicht abgefahren. Deswegen sind wir noch im Wechselblinken. Und direkt mal zu schnell hier. Aber da können wir gemütlich rollen lassen. Reibung in den Kurven macht das schon. Leicht bergab.
ich mir kurz an. Dann geht's erstmal nach Bremen-Neustadt. So, der nächste Vorschlag ist auch Bremen-Oldenburg. Der wäre dann nächste Woche Samstag dran. Wenn ihr selber auch nochmal Vorschläge für bestimmte Fahrplanfahrten habt, die irgendwelche Besonderheiten beinhalten, es können auch Journeyfahrten natürlich sein, oder ihr vermisst gewisse Szenarien, die noch nicht dran gekommen sind, dann dürft ihr die auch sehr gerne vorschlagen. Bei Szenarien, die werde ich dann bevorzugt als nächstes aufnehmen, sofern die noch nicht in der Playlist drin sind, dann müsst ihr mal durchgucken, was denn da wirklich noch fehlt. Aber eigentlich ist es auf dem Discord auch vermerkt. Dort gibt es einen Raum, wo alle offenen Szenarien noch drin stehen. Wenn ihr da ein bestimmtes Mal sehen wollt von mir, dann, wie gesagt, kommt auf den Discord. Da könnt ihr euch dann die Wünsche von mir erfüllen lassen. Der Link dazu ist natürlich wie immer in der Videobeschreibung. Aufschalten. Leicht bergauf. Leistung können wir ruhig aufgeschalten lassen, damit wir die Geschwindigkeit dann auch halten. Aber uhrzeittechnisch, der Fahrplan hier auf der Bremen-Oldenburg-Strecke ist relativ großzügig. Da vielleicht auch an der Stelle nochmal der Hinweis, dass das eine der Strecken ist, wo ich für euch auf jeden Fall mal eine Kaufempfehlung aussprechen will. Weil das wirklich eine sehr gute Strecke ist. Sie ist zwar relativ kurz, das ohne Frage, aber durch die 110 und die Karlsruher Steuerwagen und die 155 und diverse andere Fahrzeuge, die ihr bei gewissen DLCs, die in eurem Besitz sind, dann auch noch fahren könnt, wie zum Beispiel die 628, da lohnt sich das auf jeden Fall. Also man hat hier eine Menge Abwechslung auf der Strecke. Den ICE1 hat man hier auch mal zum Fahren, genauso wie den Intercity, die 628 habe ich schon gesagt, der Talent 2, der bummelt hier ein bisschen rum. Und dann natürlich die drei neuen Fahrzeuge, beziehungsweise wenn ihr die 155 auf einer anderen Strecke noch nicht habt und da vorne kommt sie uns auch gerade entgegen, dann habt ihr die natürlich dann jetzt auch in diesem Blau. Vergessen wir, wie das Unternehmen heißt, von dem die Lackierung da ist. Irgendjemand hat es mal in die Kommentare geschrieben, wenn ihr es wisst. Die Kommentarfunktion ist für euch natürlich wie immer aktiv. Das war jetzt die Tür. Also, Bremsen funktioniert, so viel steht mal fest. Wir machen die Türen auf, legen die direkte Bremse an. Wenn ihr übrigens sehen wollt, wie viel Bar ihr angelegt habt, ne? Da der gelbe, einmal drauf achten, ich löse mal ein bisschen und dann lege ich wieder an. Er würde jetzt nicht komplett lösen, weil wir die indirekte Bremse noch angelegt haben. Da sind die Bremszylinder dann auch mit angesteuert. Deswegen einfach den da anlegen, dann könnt ihr den hier schon mal lösen, dann ist die Wagen hinten schon mal gelöst. Und dann könnt ihr euch schneller wieder wegbewegen von den Bahnhöfen. Da jetzt mal nicht zu viel Power. Nicht, dass wir wieder den Hauptschalter rauswerfen. Und dann geht's nach Heidkrug. Und dann dürfen wir jetzt direkt auch mal Gas geben. 120 sind hier erlaubt. Schön die Siefer auch noch drücken. So, dann dürfen wir gleich 160 fahren. Muss man oben die Signale überhaupt auch mal ausmachen. Die habe ich mal an von dem amerikanischen Heritage, was ich gestern gezeigt habe. Wir dürfen mit dem Fahrzeug aber nur 140, ne? Nochmal zur Erinnerung, wir haben eine VMAX von 140, da oben steht's, ne? Das ist die VMAX von der 110. Es gibt auch 110er, die schneller fahren dürfen, aber hier im Spiel sind die dann nicht integriert. Da gab es ja, ich glaube, 5 oder 10 Stück, die irgendwie auf 160 oder ich glaube sogar welche auf 200 Euro hochgetuned wurden.
Wenn man das bei der Lokomotive überhaupt sagen darf, dass Lokomotiven getuned werden. Na, bisschen Geruckel hier. Ich werde nochmal Leistung ausschalten. Der wird mir dann noch ein bisschen zu schnell langsam. Uiuiuiui. Versteck mich gerade so ein bisschen vor meinem PC. Hier abends um 20.30 Uhr. Da nehme ich normalerweise keine Videos auf. Muss ich aber heute machen, weil Let's Dance nicht gut läuft und das muss ich mir nicht geben. Deswegen habe ich mich so ein bisschen vor meinem PC versteckt. Denn die Performance heute so schlecht. Zwei Minuten für 2,7 Kilometer, 130 sind wir noch drüber. Können wir rollen lassen, Energie sparen und so. Schön an der 110 ist natürlich die Möglichkeit, oder die, dass wir nicht immer auswählen müssen, welche Tür wir aufmachen wollen. Wir machen einfach nur die Türen auf. Das ist aber dem geschuldet, dass ja die alten N-Wagen mit den 110ern früher auch noch mit Zugpersonal gefahren sind. Und das Zugpersonal hat sich ja um die Abfertigung des Zuges gekümmert. Heute kommt es nur ganz, ganz selten vor, dass Zugbegleiter im Regional- oder im schnellen Regionalverkehr überhaupt noch betriebliche Tätigkeiten übernehmen. Das macht meistens alles der Lokführer in Selbstabfertigung. Einfach mal, um Personal zu sparen, wurde das mal eingeführt. Heutzutage sind ja ganz viele Verkehrsverbünde bzw. Verkehrsträger, muss man es ja heute nennen, die ja die Strecken ausschreiben, die ja inzwischen wieder darauf bestehen, dass Züge mit Zugbegleitern ausgestattet werden. Zum Beispiel bei uns hier in der Region der Süwex zum Beispiel ist so das beste Beispiel. Da soll normalerweise auf jedem Zugteil jemand mitfahren, weil der auch in Doppeltraktion verkehrt teilweise. Ist aber nicht immer möglich, weil auch bei den Zugbegleitern Kirn oder Kups, je nachdem wie sie Häuser heißen, auch da gibt es zu wenig Personal, wie bei allem, was mit der Eisenbahn zu tun hat. Das ist ja ein Problem, was sich ja durch die komplette Eisenbahn zieht. Nicht nur bei uns Lokführern oder Fahrdienstleitern. Schatten zu. Bremse lösen. Und dann geht's nach Delmenhorst. Ich war so ein Sprung aus meiner Jugend, wenn ich den Namen Delmenhorst höre. Habe ich mal eine Brieffreundschaft gehabt, nenne ich es jetzt mal. Damals dachte ich mir auch, Delmenhorst liegt irgendwo im Osten. Jetzt weiß ich es besser. Dann ziehen wir den Hobel mal hoch auf 120. Mindestens 140 wäre natürlich schön. Vor Delmenhorst werden wir aber eh einmal nochmal wieder runter reguliert. Dort haben wir eine 120 als ständige Langsamfahrstelle.
Und von der Uhrzeit her sind wir mehr als pünktlich. Dann schalte ich jetzt schon ab. 2 Kilometer haben wir noch. Schauen wir mal, ob es reicht, um runter zu kommen. Ich glaube aber nicht. Da haben wir noch nichts stehen. Okay. Können wir nicht merken, ob das Signal als Formsignal da stand oder am Signal, also am Einfahrsignal, mit festgemacht ist. Ein leichter Nebel sogar. Oh, da als Lichtsignal haben wir es doch da. Gedacht habe. Brauchen wir nicht quittieren. Da nochmal zur Erinnerung für alle von euch, die nicht so oft bei mir auf dem Kanal sind und mit der PCB noch so ihre Schwierigkeiten haben. Die Kennziffern 0,5 bis 9 werden mit der Wachsamkeitstaste quittiert beim Überfahren. Natürlich nur, wenn sie eine Vorsignalfunktion haben. Ne? Weil wir teilen ja der PCB mit, dass wir ein Signal gesehen haben, welches uns einschränkt. Nicht eines, welches uns unmittelbar einschränkt, sondern wirklich nur uns die Information gibt, dass dort irgendwas kommt. Ah. Da war mal wieder die Türsteuerung. Jetzt vergessen die Bremse wieder zu lösen. Bei der Einfahrt im Bahnhof. Aber guck mal oben auf die Uhrzeit. Wir haben über 60 Sekunden Zeit. Ja, wir müssen ja nicht mal auf den Punkt losfahren. Also nicht auf die Sekunde. Ja, alles raus, was keine Miete zahlt. Was mich bis jetzt immer noch ärgert an den Steuerwagen, ist, dass hinten die Zugzielanzeige nicht funktioniert. Die könnte ich jetzt einstellen, aber die würde sich dann unter welchen Voraussetzungen auch immer einfach wieder umstellen. Finde ich ein bisschen schade. Bis 29 müssen wir noch warten. Lösen. Eukenkamp. Wenn man sich wieder dran gewöhnt hat mit dem Anfahren mit den Altbau-Lokomotiven, dann kriegt man direkt wieder ein Feeling dafür, dass man es nicht übertreibt beim Aufschalten. Den ganzen Tag huste ich nicht. Sobald ich anfange Aufnahmen zu machen, habe ich immer so einen Kratzen im Hals. Ich weiß nicht, woran es liegt. Fürchterlich. So, 120. Ich schalte mal ein bisschen ab. Machen wir mal um die Kurve rum. Ja, wobei, wir können eigentlich rollen lassen. Immer Heukenkamp ist 1,9 Kilometer entfernt. Sind wir schon mehr als nah dran. War eigentlich eine Zugnummer? Ja, haben wir. Die ist nachher wichtig für die Beschreibung. Also für mein Thumbnail. Weil ich muss ja die Folge auch irgendwie benennen und da würde ich, also da nehme ich ja immer, wenn ich Fahrplanfahrt mache, ganz gerne immer die Zugnummern, die im Spiel vergeben wurden. Der linken Rheinstrecke mit der 103 ist natürlich ein bisschen fantasievoller, weil ich da auch den Namen des Zuges nehmen kann. Ja, also wie zum Beispiel Blauer Enzian oder Alpenjodler oder wie die Dinger alle heißen. Da gibt es ja die lustigsten Namen.
Ich liebe diese Lok, ne? Ich finde das auch gut, dass wir jetzt mal ein bisschen mehr Altbau bekommen haben. Die letzten drei Strecken haben sich ja vermehrt eher auf Altbau konzentriert, also die letzten deutschen Strecken. Mit der 103, 110, 628 haben wir bekommen, die V60 haben wir auch nochmal gekriegt, beziehungsweise die einen dann nochmal in der Ausführung 265. Ja, ihr wisst schon, was ich meine, die V60 aus der Niddertalbahn. Und die 155, das war ja die erste Altbau-Lokomotive, die wir hatten, beziehungsweise, ja, wenn man es Altbau schimpfen will. Lösen. Und dann haben wir wieder mehr als genug Zeit. Der Fahrplan sehr großzügig hier. Ja, gesagt. Mal schon ein bisschen anlösen. Es soll übrigens bei der Niedertalbahn laut Handbuch in 1% der Fälle vorkommen, dass man einen Bahnübergang selber sichern muss, wo wir jetzt hier gerade mal stehen. An so einem Bahnübergang. Das wäre natürlich super, wenn wir das mal irgendwann dann auch miterleben. Kann man mal die Türen zumachen hier langsam. Schierbrook, Bahnsteig Numero 2. Würde der Italiener sagen. Ich sage 2. Weil der Eisenbahner Deutsch ist ja 2. Wir sollen uns ja jetzt langsam als Lokführer und als Fahrdienstleiter angewöhnen, dass wir im NATO-Alphabet buchstabieren und dass wir die Ziffern einzeln aussprechen. Also ich bin dann nicht an Kilometer 27,4, sondern an 27,4. Und zwar im NATO-Alphabet, beziehungsweise im numerischen der NATO sagt man halt auch nicht 2, sondern 2. Daher kommt das. Aber da brauchen wir auch gar nicht groß aufschalten. Jetzt sogar schon abschalten und einfach rollen lassen. Die Fahrmotoren brauchen ja eh, bis sie nachgelaufen sind, wegen dem Schaltwerk. Das Schaltwerk, das ist ja nicht wie heute, dass man, wenn man es ausmacht, dann ist es direkt aus, sondern das muss ja erstmal runterlaufen. Wieder schön vor Plan. Und da ist der Bahnsteig hinter Bahnübergang. Was ja auch intelligenter ist, als wenn es vor dem Bahnübergang ist, hat damit zu tun, dass man ja, wenn der Zug durchgefahren ist, den Bahnübergang dann ja schon wieder öffnen kann. Aber in diesem Fall kommt jetzt noch ein ICE entgegen. Und der einzelne Triebkopf. Den haben wir, glaube ich, ja schon gefahren. Im Livestream. Oh. 30 Sekunden. Wieder vorbereiten. Direkt anlegen. Direkte lösen. Mal quasi wieder vorbereiten. Ich bin mal gespannt, was gleich in Oldenburg passiert. Also da soll es wohl irgendwie dazu kommen, oder wohl dazu kommen, dass dort ein Zug das Gleis blockiert, in dem man einfahren soll. Irgendwie sowas. Wir gucken uns das jetzt mal an, hier, was da genau passiert. Zur Not hängen wir nochmal eine zweite Fahrplanfahrt hinten ran, in der das ja unter Umständen vorkommen kann. Das wird ja nachher auch das Interessante, wenn wir von den Szenarien endlich mal weg sind und die Journey-Modus auch so halbwegs erledigt haben. Dass wir dann ja tatsächlich dann auch mal die Chance bekommen, Fahrplanfahrten in einer Folge mehrere hintereinander zu machen. Die zusammengehören. Buchholz.
Halt erwarten. Oh, erstes einschreckendes Signal hier. Das gibt's ja gar nicht, dass ich das noch erleben darf auf der Fahrt. Das ist nochmal eine ganz nette Geschichte. Das ist, wenn man zu viel vor Plan fährt, dann kann sowas natürlich auch vermehrt vorkommen, weil wir ja nicht alleine die Strecke befahren, sondern ja wirklich der komplette Fahrplan durchsimuliert wird. Und wir haben ja auf den neueren Strecken nicht nur die Fahrplanfahrten, die ihr im Fahrplan auch tatsächlich sehen könnt, sondern wir haben ja auch Fahrplanfahrten, die von der KI durchgeführt werden. Auf London Pendler ist das besonders zu sehen, weil wir dort nämlich die 463-68 haben, die Class, die dort ja auch Fahrplanfahrten hat. Aber die nur von der KI gefahren werden. Weil London Pendler ist ja sowieso die perverse Strecke, was das betrifft. Über 1400 Fahrplanfahrten haben wir da, ja. Mal von der 30 kommen. So. Da fahren wir aber nochmal ganz schön ein Stück noch weiter nach vorne. Guck mal hier hinten. Jetzt überhaupt erstmal ein Bahnsteig. Komplett. Ja, da ist der Zielpunkt wieder verkehrt gesetzt. Aber das ist ja nicht schlimm. Die paar Punkte können wir verkraften, die wir da im Minus kriegen. Signal vorne ist auch schon aufgegangen. Also ich sehe das ja hier hinten. Also ich bin 40 Meter drüber. Ein so ein Wagen hat 25 Meter, glaube ich. Nochmal. Genau, Länge über Puffer. Etwas unter 27 Meter. Da haben wir zur Anschrift, ne? Wenn ihr wissen wollt, wie lang die Wagen sind, ne? Das ist Länge über Puffer, das heißt von Pufferspitze bis Pufferspitze sind 26,4 Meter und das hier ist von Achsmitte, also von hier bis zur zweiten Achse, hier sind es 19 Meter. Nur mal, dass ich das mal auch erklärt habe. Ah, hab ich auch lang nicht mehr gemacht. Aufpassen, Wechselblinken, 500 Hertz Magnet aktiv, also nicht schneller als 25, bis wir uns befreien können. Und bald der ausgeht, können wir dann Yalla machen. Können wir uns befreien und dann könnt ihr aufschalten. Nach Hude. Vor Hude haben wir nochmal eine 120er. Aber jetzt schaffen wir wenigstens mal die 140 nochmal auszufahren. Bei 4,3 Kilometern, die wir jetzt noch zur Verfügung haben. Meine 425, die haben wir noch gar nicht gesehen, habe ich auch noch gar nicht angesprochen, die fahren hier auch noch rum. Also hier von den Zügen her echt viel Abwechslung, auf einer relativ kurzen Strecke. So eine Abwechslung wie hier haben wir ansonsten eigentlich nur noch auf Dresden-Riesa. Weil auf der linken Rheinstrecke die Abwechslung auch relativ hoch ist, weil wir da ja auch alles durchgemischt haben, aber halt alles alte Fahrzeuge, ne? Ui. Das war aber ein sehr plötzlicher Wetterumschwung. Unschön. Ah, die 110 hier mal als Güterzuglokomotive verballert. Kann man natürlich auch mal machen. Ich bin ein kleiner gemischter Güterzug. Dann wollen wir mal anfangen, ein bisschen mehr zu bremsen. Und doch schon sehr nah am Bahnsteig. Auslösen können wir immer noch. Wir haben ja die Bremsstellung R. Da lösen die Bremsen relativ fix.
Lösen wir nochmal aus komplett. Lassen den noch vorrollen. Hier viel zu früh dran. Piepe ist bei dem Ding schon heftig. Geht auf die Ohren. Ich sehe gerade, dass bei Simrail die erste deutsche Strecke oder erster deutscher Streckenteil in Arbeit ist. Von Skorlech nach über Görlitz nach Dresden. Da wird ja fast schon interessant. Oh, bis 45 sollen wir hier warten. Oje, oje. Hatten wir nochmal an. Wagen noch alle am Bahnsteig? Ja. Ah, jetzt war ich auf 44 fixiert. Gerade nochmal ein lustiges Video. Ich muss gleich mal wieder mal so ein bisschen mein Wissen hier auffrischen. So, lösen wir die Bremse schon mal. Die gelöst ist, können wir dann auch wieder aufschalten. Weniger aufschalten, die direkte Bremse. Ah, jetzt habe ich den Hauptschalter schon wieder gefrackelt, weil die direkte Bremse noch nicht komplett gelöst hatte. Ah, auf nach Wüsting. Fällt gerade ein, dass ich nächste Woche Traumschiff gucken muss. Ja, Ostern. Wieder über Florian lustig machen. Und das Raclette vorbereiten. War nach Wüsting Vollgas.
schön an den Fahrstufen, da kann man ihn auch relativ gut dosieren. Kilometer noch und 2,5 Minuten Zeit haben wir. Heißt, man könnte sich jetzt schon langsam Gedanken machen, abzuschalten und rollen zu lassen. Das sagt mir eigentlich der Name Wüsting. Oder habe ich das schon wieder alles verdrängt, wie die Bahnsteige hier alle hießen? Da war sie wieder, die Tür. Es geht echt auf die Ohren, Freunde. Ja, Türen auf. Wir passen aber gerade so ran, die Züge hier, ne? Wie viele Teile haben wir? 5 Teile, ne? Ne, 6. 1, 2, 3, 4, 5. Ne, 5 Teile mit der Lok. Okay. Nun gut. Und dann geht's nach Oldenburg und da bin ich mal gespannt, was denn da noch auf uns zukommt. Da soll nämlich was passieren. Also angeblich irgendwas mit einem belegten Gleis oder so. Bin mal gespannt. Also man kann die Fahrplanfahrt auf jeden Fall beenden. Geht mal fest, ich kann eigentlich auch die Bremsen schon mal lösen. Müssen wir nochmal die 10 Sekunden da abwarten. Und dann geht's jetzt nach Oldenburg. Dran gewöhnen, hier auch so alles zu zeigen, dass man auch die Leuchtmelder so ein bisschen sieht.
jetzt wieder sehr dunkel waren. Außen ist das Ding natürlich tierisch laut, ne? Halt Altbau, ne? Die Altbau, da arbeitet halt nicht nur irgendwelche Elektronik, sondern da ist auch noch richtig Mechanik dahinter. Vor allem haben wir dort auch noch Mechanik, die aneinander reibt, miteinander arbeitet. Das gibt es so bei den modernen Lokomotiven nicht mehr. Da ist ja alles über Magneten und über irgendwelche Spulen geregelt, sodass dort ja gar keine mechanischen oder gar keine Reibungspunkte mehr entstehen. Können wir aber schon mal langsam abschalten. Dann möchte ich mal eine Beschwerde abarbeiten, die ich jetzt auch schon öfters in den Kommentaren zu den Bremen-Oldenburg-Fahrten hatte. Und langsam fahrt erwarten. Bremskurve haben wir ausgefahren, dann lasse ich mal auf Minimum. Lass ich mal gemütlich runterlaufen, das Ding. So, ich glaube, wir haben eine 60er Einfahrt, ich bin mir nicht sicher, aber mal kurz gucken, ja, 60er Einfahrt passt. Da muss ich mich manchmal dran erinnern, was wir da für Einfahrten hatten, aber ich glaube, in diesem Fall ist es sogar signalisiert mit der 60. Die auch noch mal kurz anstreben. Noch mal Vorsignal Wiederholer, der wird natürlich auch quittiert, wie immer. So, gehen da aus. Gehen da aufs Dach. Es wurde ja ganz oft bemängelt, dass ich mit gehobenem Stromabnehmer über diese Brücke da fahre, obwohl hier im Spiel jetzt selber keine Signale dafür verbaut sind. Aber ihr habt ja schon öfter drunter geschrieben unter die Kommentare, dass man dort den Bügel senken soll. In der Realität. Wie gesagt, ich war hier noch nie, ich kenne die Brücke nicht, aber ich mach's jetzt einfach mal. Kann ja mal da vielleicht auch schon mal so ein Thumbnail vorbereiten. Damit ich im Notfall noch ein Thumbnail habe. Es kann ja sein, dass jetzt nichts Interessantes mehr passiert. Kann man den Strom immer wieder hochmachen. Wenn wir dann wieder Spannung haben, sollte der Hauptschalter auch wieder einzuschalten gehen. Mal hier wieder ein bunter Mix an Lokomotiven, 187 mit einer 155 steht da rum. 628 haben wir auch. Da unten steht noch eine V60, also alles da. Nichts, was es hier nicht gibt. So, und jetzt gucken wir, was passiert hier mit dem angeblich besetzten Gleis. Man ist sehr gespannt. Voll gemütlich, der Oldenburger Bahnhof. Der
Oldenburg soll ja eine schöne Stadt sein. Wie gesagt, ich war selber noch nie in Oldenburg. Das soll halt eine norddeutsche Perle sein. Ein bisschen wie Lüneburg. Oder Mölln. Mölln ist auch eine sehr schöne Stadt. Kann ich nur mal jedem empfehlen. Nicht nur wegen Till Eulenspiegel, sondern einfach, weil Mölln eine schöne Stadt ist. So, das war die Fahrt. Bleiben wir mal auf der Lokomotive. Wir gucken uns mal kurz das Endergebnis an. Und dann gehen wir ins freie Spiel zurück. So, dieser Zug fährt um 14.07 Uhr erst ab. Okay. Verstehe ich nur nicht, was dort genau passieren sollte eigentlich. Das ist nämlich jetzt die Frage. Weil irgendwas wurde dort erzählt mit doppelt belegtem Gleis. Aber hier bewegt sich ja jetzt erstmal gar nichts in dem Bahnhof. Da guck mal, hier hinten ein einzelnes Stück Schiene hat sich verirrt da. Kommt da jetzt überhaupt irgendwas aus der Richtung? Da kommt ein Güterzug, der tangiert uns aber eher peripher. Aber hier sehe ich jetzt auch keine Doppelbelegung. Einfach nur der Gegenzug. Bitte achten Sie darauf, Ihre persönlichen Gegenstände zurückzulassen. Na, dann machen wir mal hier. Rüsten wir das Ding mal ab. So, der ist gelöst. Ding ausmachen. Transifer machen wir aus. Den nehmen wir mal ab. Also ich will jetzt schon wissen, was das jetzt da gewesen sein soll mit dieser Doppelbelegung. Zwei rote haben wir. Ah. Eine Kleinigkeit kann ich noch verändern. So, machen wir mal ordnungsgemäß. Gucken wir mal kurz raus, ob der Bügel auch wirklich auf dem Dach liegt. Jawohl. Das Geräusch ist ja auch cool, habe ich auch noch nicht gehört. Und jetzt haben wir auch den richtigen Bügel oben, bevor ich da auch Beschwerden bekomme. Kommt ja hin und wieder vor, dass ich da auch mal eine Beschwerde bekomme, dass der falsche Bügel hoch ist. Dann fahren wir das Ding jetzt mal zurück nach Bremen, dann wird das heute mal wieder eine extra large Folge, weil ich will das mit der Doppelbelegung wissen. Was dort mit der Doppelbelegung gemeint war. So, Richtungshebel rein, zack, bumm, zack, bumm. Notausschalter brauchen wir nicht, die Bremse müssen wir aufsperren. Den lösen, den anlegen. Dann können wir den Hauptschalter einmachen. Licht da ein. So, die sind auch an, wunderbar.
Haben wir jetzt eigentlich vorne? Was ist das Signal? Jawohl. Also wie gesagt, die Zugzielanzeige, die braucht ihr nicht einstellen. Das hat keinen Sinn. Na, da habe ich jetzt Bremen Hauptbahnhof. Unter irgendwelchen bestimmten Voraussetzungen swappt das einfach wieder zurück. Ich weiß nicht, wann es genau ist, aber funktioniert auf jeden Fall noch nicht so richtig. Immer schade, dass so eine Sachen halt nicht so funktionieren, wie sie sollen. Ja, nochmal ein bisschen heller machen. Das geht nicht. Gut. Ich bin aber eigentlich soweit fahrbereit. Okay, man kann hier tatsächlich den Lüfter ein- und ausschalten. Luftkompressor, ja, der Luftkompressor ist hinten. Das interessiert uns herzlich wenig, ob wir das hier vorne hören oder nicht. Ja, dann haben wir noch ein paar Minütchen, haben wir noch. Guck mal, hier oben haben wir noch ein dimmer Instrumentenbeleuchtung, habe ich auch noch nicht entdeckt. Es ist mal ganz schön, wenn man so ein bisschen hier auch mal so ein bisschen rumspielt und mal guckt, was es noch so für Funktionen gibt, die man noch nicht entdeckt hat. Hier hinten nochmal an die Wand. Also haben Ebola kaputt. Mit einer Fahrbeleuchtung. Warum sind die Sicherungen eigentlich alle unten? Muss man nicht verstehen, oder? Theoretisch dürfte gar nichts funktionieren. Zugzielbeleuchtung funktioniert sogar. Aber bis jetzt hält das ja hier oben, ne? Bremen Hauptbahnhof. Erstaunlich. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Hier ist auch relativ tote Hose hier in dem Laden, ne? Da ist jetzt hier echt nicht viel los. Da ist jetzt... Was ist denn da jetzt auch rausgefahren? Doppeltraktion LZ oder was? Haben wir noch einen Moment Zeit, dann verfolgen wir das Ganze nochmal. Gucken wir mal, was da mit zwei Lokomotiven weggedüst ist. Wenn wir es eingeholt bekommen, das ist natürlich die Frage jetzt. Hui. Hier ist schon sehr weit weg wahrscheinlich. Das ist wahrscheinlich schon zu weit weg, das kriegen wir nicht eingeholt. Weil so weit weg sind wir gar nicht. Wir probieren es mal. Haben wir noch eine Minute Zeit. Also kommt das ein bisschen schneller. Ich könnte auch mal irgendwann mal den God-Mode installieren. Dann können wir sowas natürlich schneller nachprüfen. Aber eigentlich will ich das Spiel ja so spielen, wie es ausgeliefert wird. Oder euch so präsentieren, wie es ausgeliefert wird. Nicht, dass ihr da irgendwelche Sachen seht, die da eigentlich gar nicht hingehören. Finde ich mal ein bisschen schade sonst. Aber ich glaube nicht mehr, dass wir die noch eingeholt bekommen da vorne. Also schneller als die sind wir auf jeden Fall mal. Wir müssen noch zeitig wieder weg. Ich glaube nicht, dass wir die noch einholen. Was wird irgendeine Fahrplanfahrt wird es gewesen sein? Naja, das wird nichts. Also zurück in unseren Karlsruher Steuerwagen.
Uiuiuiui. Keine Gleise und kein Bahnhof. Jetzt ist alles wieder gespawnt. Ich finde das immer so witzig. So, die Tür machen wir zu. Direkte Bremse lösen. Und dann hoffe ich, habe ich alles richtig gemacht. Achso, wir sollen noch gar nicht losfahren. Um 9 erst. Gas geben konnte ich jetzt auch nicht, ne? Lokomotive hinten an? Ja. Das hört man ja. Ding ist an. Kann ich den hier nicht auf fahrend bewegen? Nur irgendwas vergessen? Ja, eigentlich nicht. Eigentlich der Scheibenwischer. Ach. Scheibenwischer rechts, links. Okay, alles klar, die kann man unten einmal. Habe ich wieder was Neues gefunden, was ich so noch nicht kannte. Alten Mülltonnen, die gibt es schon gar nicht mehr so, wie die da sind. Ne? Die gibt es inzwischen nur mit Papier und allem anderen Müll. Da gab es ja Glas, Verpackung, Restmüll und Papier. Die Deutsche Bahn irgendwann mal aufgegeben mit dem Sortieren. Warum schaltet er nicht auf? Habe ich verkehrt. Alles an, oder? Hauptschalter ist an. Na, warum schaltet er jetzt nicht auf? Oben haben wir. Hauptschalter ist auch an. Warum schaltet er nicht auf? Ja, was willst du jetzt von mir? Die Bremse ist gelöst, die geht auch umzulegen, alles wunderbar. Was damit zu tun? Ah, nee, ich weiß, was es ist. Ich Idiot. Ich weiß, was es ist. Wir vergessen den Richtungsbänder rauszuziehen. Nachdem ich den Schubertmüll gewechselt habe. So, jetzt haben wir natürlich eine kleine Verspätung schon. Soll das aber funktionieren. Jawollo. Ha. Man muss nur wissen, was man verkehrt gemacht hat. Dann geht das alles hier. Lass mich nur die beiden anmachen, bevor wir 45 erreichen. Sonst kriegen wir direkt eine Zwangsbremsung. Ah, ich Doofkopf. Jetzt ist das Bremen vorne auch weg. Das muss noch auf jeden Fall gefixt werden. Also das verlange ich auch, dass das gefixt wird. Wenn es gefixt wird. Das ist immer so eine Frage hier. Wir sind ja nicht bei Wünsch dir was, ne? Das brauche ich euch nicht zu erzählen. So, aufschalten lohnt nicht. Den aus. Den da senken.
Mal gucken, welches der beiden ich nachher nehme. Auf jeden Fall erstmal rausfahren hier. Spannung haben wir wieder. Und dann können wir anfangen, Gas zu geben. Gucken, ob wir es schaffen, bis Bremen die Verspätung wieder reinzufahren. Was baggert denn jetzt hier? Bleiben bei 120. Ich muss jetzt aber irgendwann die 160 kommen, beziehungsweise 140. Vielleicht passiert erstmal noch gar nichts, was die Geschwindigkeit betrifft. Nur gerade Strecke. Und direkt Vollgas. Ja, wir versuchen jetzt die Verspätung bis nach Bremen wieder rauszuholen. Sollte aber machbar sein, sollten wir so Fahrzeiten haben wie auf dem Hinweg. Dürfte das kein Problem sein. War ja schließlich mein Fehler. Wenn ich vergessen, richtig dann da rauszuziehen. Ist doch schon meine Schuld, oder? Können wir uns drauf einigen. Dann schalten wir schon mal ab. 2 Kilometer haben wir noch. Dass wir dann bremsbereit sind. Es ist immer eine ganz schlechte Idee, wenn Fahrstufen noch drin sind, Bremsen dann zu benutzen. Da geht gerne mal was kaputt. Ich mache hier nochmal ein bisschen leiser. Das war der Steuerwagen vorne drin doch sehr laut, wenn er erstmal in Bewegung gekommen ist. Das ist dasselbe Horn wie bei der 628, nur mal so nebenbei. Das ist eigentlich so einer, der fehlt bei Wetten, dass der anhand des Hornes erkennen kann, was für eine Baureihe oder was für ein Steuerwagen das ist oder so. Bestimmt irgendwelche Bekloppten, die sowas können. Mal schön mal hinten durch die Gegend schmeißen, die Herrschaften, die hier mitfahren. Soll sich ja keiner zu wohl fühlen in meinen Zügen. Und Türen zu. Und auf geht's. Und da habe ich den Hauptschalter wieder gefunden. Ist nicht schlimm. Passiert. Und hast du überall.
Na? War doch mit dem Ding normalerweise Fahrstufe 8 an, ey. Hallo, ich hab dich doch gelöst, oder? Oh je, wird nicht besser, meine Rückfahrt. Deswegen ist wahrscheinlich auch der Hauptschalter rausgeflogen, weil die Bremsen reingelegt waren. Naja, vielleicht lerne ich es ja irgendwann nochmal. Auf einer Hude. Ich finde dieses Aufschalten von diesem Kairos, ich weiß nicht, ob das in der Realität früher auch so war. Kann mir aber irgendwie nicht so richtig vorstellen. So ein. Ja. Auf Behälterladung ist nämlich auf 8,3 Bar festgenagelt. Verspätung abbauen und nicht aufbauen. Aber ich beruhige mich ja immer mit dem Wissen, dass ich ja unter 6 Minuten eh noch pünktlich bin. Per Definition. Ich muss heute Morgen so ein bisschen lachen, dass der König von England, der ja zu Besuch hier in Deutschland war, tatsächlich mit dem ICE von Hamburg nach Berlin gefahren, von Berlin nach Hamburg gefahren ist. Muss ich dann ein bisschen überlegen. Ist sogar mit 3 Minuten Verspätung abgefahren in Berlin. Die ganzen Medien Witze drüber gemacht. Ich muss die Scheibenwischer rein. Das ist blöd, ich werde direkt wieder rüber. Kann direkt in unserem Blickfeld sein. Blödes Ding. Machen wir mal ein Stück Kohle nach. Gleich die 120 kommen für Rude. Aber es ist wichtig, dass ihr daran denkt, dass da ein Geschwindigkeitsprüferpferd irgendwo liegen könnte. Da vorne kommt schon was Gelbes. Ein bisschen Zeit haben wir tatsächlich rausgeholt, obwohl ich den Hauptschalter dreimal ausfliegen lassen habe. 628 hätte man hier aber auch vielleicht vereinzelt die 612 Fahrten machen lassen können, oder?
Weil die 612 ja nicht unbedingt ein Neben, also ein Fahrzeug für Nebenbahnen ist. Man durchaus auch auf Hauptbahnen sinnvoll einsetzen. Noch einmal auf den Hobel. Und diesmal vergessen wir hier nicht lösen. Bevor wir losfahren. Wir einen Fix machen jetzt hier. Oh, wir sind wieder pünktlich. Ist ja gar nicht. Sache, wenn wir die Fahrzeiten von der Hinfahrt haben, dann sehe ich da kein großes Problem drin, ne? Hier zu überleben. Wie sagt Wayne immer so schön, voll auf die Plombe. 140 sind erlaubt. Aber wir sind ja jetzt eh wieder im Plan. Also alles gut. Kein Stress mehr. Da läuft für Uhr jede Verspätung raus. Sofern DB-Netz lässt. Können wir auslaufen lassen und rollen. 2,7 Kilometer nur noch und mal oben auf dem Tacho. 2 Minuten Zeit für den ganzen Spaß. Laut wie die Sau. Bremsen ist das Fahrzeug natürlich mit unschlagbar, ne? Das hat Bremsen, das ist wie, als würde man so einen Schiffsanker rausschmeißen. Fehlt nur, dass wir mit der Eisenbahn schwimmen gehen können. Boah, 15 Meter, 12, 11, 10, das passt doch wunderbar. Lösen, anlegen und warten. Aber so viel Wartezeit haben wir hier gar nicht. Jetzt ich ihn. Die Zeit noch mal ein bisschen absetzen hier. Nicht zu viel Gas. Sonst machen wir den Hauptschalter wieder kaputt.
Marschierburg. Es scheint aber eine doofe Uhrzeit auch für die Fahrplanfahrt zu sein, weil es echt wenig Verkehr hier, ne? Kommt uns kaum was entgegen, auch keine Güterzüge. Relativ ruhig hier. Auf unserer kleinen Tour. Natürlich nur kurz vor Bremen, natürlich noch die ein oder andere Regionalbahn, die von der Seite kommt. Auslaufen. Und dran denken, ne, warten, bis ihr keine Leistung mehr habt und dann das Bremsen konzentrieren. Wenn man so an der Bremse von einem Güterzug rumschwurbeln würde, ich würde euch schwören, nach den ersten 10 Kilometern die erste feste Bremse irgendwo zu haben. Weil die Ventile verklemmt sind. Und nicht mehr wissen, ob sie jetzt lösen oder anlegen sollen. Güterzug immer schön die Bremsen wirken lassen, ist ganz wichtig. Gerade bei längeren Zügen. Da lösen wir noch ein bisschen aus hier. War ein bisschen sehr kurz. Aber wir stehen mit der Lok noch auf dem Bahnübergang. Ganz erste Wagen. Oh, da müssen wir uns mal noch ein bisschen dran gewöhnen. Ja, Zunge raus. Ja, dicken Benz fahren, aber nicht über die Straße fahren können. Der hat mal ein Taxi gehabt. Was steht auf der Seite hier so? Oh, guck mal hier. Da kommt der Maybach. Hinten dran auch schon wieder. Ja, werden hier bei Oldenburg Mercedes gebaut. Bisschen so aus. Warten wir wieder eine Minute. Zack, um. Lösen. Warten, bis er gelöst ist. Was ist denn los hier? Zum Heukenkamp. Schon auslaufen lassen. Uhrzeit ist okay. Entfernung ist auch nicht mehr so viel. Wollen uns gar nicht erst bemühen, auf die 120 zu kommen oder 140, die ja hier erlaubt werden. Das lohnt sich wohl erst wieder hinter Delmhorst. Arbeitet unser Luftpresser immer noch nicht? 7,5 Bar nur noch?
überhaupt auf Behälterleitung? Ist ein bisschen wenig, Freunde. Was der Luftpresse jetzt macht. Ich lege mal die direkte Bremse an. Dann lösen wir den mal schon mal. Jetzt hier normalerweise weiter runterlaufen. 7,3 haben wir jetzt. 7,2. Gibt nochmal einen Füllstoß. Und da jetzt mal anfängt aufzupumpen. Ah, er pumpt. Er pumpt. Jetzt pumpt er. Jetzt sieht man das auch. Dass sich da was bewegt. Der rote Zeiger hier, der soll es sein. Hat mich jetzt ein bisschen irritiert, weil normalerweise soll so ein Luftpresser bei 8 Bar anfangen, mal wieder zu arbeiten. Also wenn er unter 8 Bar ist, ne? Wir wollen nicht rückwärts, wir wollen vorwärts fahren. Nach Delmenhorst, 2,9. Lohnt sich das Aufschalten ja auch fast schon wieder gar nicht. Wir gehen auch nur bis 120, weil wir in Delmenhorst dann eh 120 haben. Brauchen wir nicht schneller werden, da kommt auch schon die Vorankündigung. Aber wird auch sehr wahrscheinlich wieder mit Geschwindigkeitsprüfabschnitt liegen. Da ist ein Geschwindigkeitsprüfabschnitt. Und da sind die 120. LF 7, Grenze von 12. Gut, Minimum. Kann schon mal anfangen zu bremsen. Weit haben wir mehr als genug. Und wir haben sogar Halt erwarten. Das heißt, wir müssen so oder so bremsen. Wir haben jetzt ein bisschen vorweggenommen. Mal die 23 Sekunden, 85 km/h, das schaffen wir auf jeden Fall. Haben wir auch schon nah genug dran. So, und dann löse ich jetzt nochmal aus, lass mal ein bisschen rollen. Und dann gehe ich wieder auf Minimum. Wir haben den 500 Hertz Magneten noch. Sollte das Signal jetzt noch auf Halt stehen, müsst ihr daran denken, dass ihr unter 65 in der oberen Zugart darüber fahrt. Sonst macht er puff. Und da ist eine von den Regionalbahnen, wo ich gemeint habe. Denn ja auch noch aus Richtung hier vom Abzweig kommen. Richtung Bremen-Düsen. Aber nicht die Lok-Kombi, die wir vorhin gesehen hatten. Können wir gleich nochmal suchen. Wir haben ja noch hier ein bisschen Zeit jetzt in Delmenhorst. Moin, Herr Kollege. So, dann schauen wir mal kurz auf unsere Karte hier. Das Ding da noch vor uns fährt. Da fährt nichts mehr. Doch, da ist er. Ne, das ist aber nicht die Lok, die wir vorhin hatten, weil vorhin hatten wir die Zugspitze beide rückwärts. Ich gehe davon aus, dass es eine Doppeltraktion LZ war.
Es soll mir auch egal sein. Irgendwann fahren wir eh mal alles. Heidkrut, Bremen-Neustadt und dann Bremen-Hauptbahnhof. Dann bin ich mal gespannt, ob wir da irgendwas mit dem doppelt belegten Gleis haben. So, dran denken und da 25 km/h zu bleiben. Wir haben Wechselbrinken, der 500 Hertz Magnet ist aktiv. Das heißt, wir schleichen jetzt erstmal hier aus Delmenhorst raus. Da in meinem Hinterkopf behalten, Altbaulokomotiven, ihr habt Schaltwerk, ne? Also wenn ihr da 22 steht, heißt es noch nicht, dass wenn ihr anfangt abzuschalten, dass er dann unter 25 bleibt, weil die Fahrstufen ja noch runterlaufen müssen. Also da nochmal rufe ich nochmal zur Vorsicht auf, aber wir haben auf jeden Fall Fahrt und Fahrt erwarten. Mal einen drauf hier. Dann können wir Vollgas geben. War noch 120 tief gestanden. Guck mal oben auf dem Tacho. Da steht, wir dürfen 140 fahren. Da stand aber noch 120 im Gleis. Ah, ist wieder witzig hier. Quietschen beim Bremsen ist auch so ein geiles Geräusch bei dem Ding. Und wieder auf 9,1 Bar. Das ist auch das, was ich da unten sehen will. Und wir haben wenig Standzeit hier tatsächlich. Ein bisschen schneller arbeiten als gewohnt. Warten, bis die Bremsen runtergefahren sind. Mal loslegen. Bremen-Neustadt, 7,4. Jetzt hat noch einmal die 140 schön ausfahren hier.
schon wieder auslaufen. Wir haben wieder viel zu viel Zeit. Und ich meine, hier vorne wäre auch irgendwas mit der Geschwindigkeit nicht so ganz in Ordnung. Ich hatte, weiß es nicht mehr 100%, aber glaube ich, öfter eine Zwangsbremse bekommen, weil da irgendwas ist, was da so nicht rein soll. Den gucke ich jetzt auch mal genauer aus dem Fenster, ob ich da vielleicht auch einfach was übersehen habe in der Vergangenheit. Von den Geschwindigkeiten her sehe ich hier nichts. Da ist ein Geschwindigkeitsprüfabschnitt. Hier passiert auch nichts. Ja, dann habe ich mich wohl geirrt, ne? Kommt mir den besten Häusern vor. Oh, 60er Einfahrt. Das müssen wir natürlich selbstverständlich quittieren, aber das ist auch vernünftig signalisiert. Auf 85 runter. Dann können wir wieder in die Minimum-Bremsstellung gehen. Und die können wir dann weiter arbeiten lassen. Und zur Not können wir die ja noch ein bisschen auslösen. Reicht das von der Bremse her? Sieht sogar sehr gut aus. Na, Punktlandung wird es nicht ganz, oder? Ah, guck mal. Augenmaß, Alter, Augenmaß. Ne? Wenn man weiß, was man tut. Ich weiß es in diesem Fall mal wieder nicht. Weil auch für mich als, Anführungsstrichen, neuer Lokführer, ich bin jetzt auch schon einige Jährchen dabei, sind diese Altbaudinger dann doch nochmal wieder immer was Besonderes. Deswegen freue ich mich auch so drauf, dass wir so viel Altbau bekommen haben. In den letzten Tagen und Wochen. So, dann geht es nach Bremen Hauptbahnhof rein. Ganz gemütlich. So, ihr seid zum Stehen gekommen. Ganz wichtig, ihr seid im Wechselblinken. Auch wenn ihr vorne 60 zu stehen habt, müsst ihr euch befreien. Ne? Ganz wichtig, ihr seid auf 45 km/h restriktiv immer noch überwacht. Und dann geht's nach Bremen. Und dann gucken wir mal, ob da das ist, was gesagt worden ist. Also irgendwas soll da mit Doppelbelegung sein und dass der, dass es sinnvoll wäre, wenn man den Zug hier einmal in die Abstellung fährt und dann für den nächsten Zug wieder rausholt. Und das ist das, wonach ich eigentlich jetzt mal gucken wollte hier. In diesem vorgeschlagenen Ding. Ich meine, für euch auch mal ganz schön, wenn ich mal länger als eine Stunde mal wieder unterwegs bin, auch wenn es jetzt eigentlich für mich nicht geplant war. Aber egal. Stell dir mal vor, ich würde das auf jeder Strecke machen. Da wären wir bei Kassel selbst mit dem ICE über 3 Stunden unterwegs. Mal 50. Kurz. Das Gleis ist auf jeden Fall frei. Indem ich ankomme.
Na, hier haben sie wieder ein paar Vorsignalwiederholer im Keller gefunden wahrscheinlich. Die mussten verbaut werden. So, Langsamfahrt mit 50, Halt erwarten und im verkürzten Bremsweg. Ganz wichtig, dass ihr das wisst, ne? Wenn da ein Kennlicht dran ist, ist verkürzter Bremsweg. Mehr als 5% verkürzt. Ja, wir wissen ja ungefähr, wo unser Signal steht. Nämlich am Bahnsteigende. Deswegen brauchen wir uns da nicht viel Gedanken drum machen. Wir müssen nur an den 500-Hertz-Magneten denken, der noch kommt. Oh, ist der 500er? Das mag er jetzt wieder nicht. Soll nochmal die 16 Meter vorziehen. Sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins und fest. So, jetzt schauen wir mal, was auf der Seite passiert. Erstmal sollen wir die Türen natürlich entriegeln. So, holen wir uns noch das nächste Medaillchen hier ab. Haben wir zumindest mal wieder zwei Fahrten heute geschafft, ist doch ganz nett. Jetzt gucken wir mal. Um 13 soll der abfahren. Also würden wir jetzt relativ lange hier noch stehen. Wir lassen die Tür mal offen. So, jetzt gucken wir mal kurz mit der Doppelbelegung. Da kommt ein Güterzug. Ich kann mir beim besten Willen jetzt nicht vorstellen, was hier mit der Doppelbelegung gemeint war. Gehen wir mal kurz ins Hauptmenü. Jetzt haben wir 14.51 Uhr, das ist Gleis 1. So, also die Fahrt haben wir geschafft. Dann kann ich mal kurz den TSW-Tracker hier aufmachen. Da mal eine vernünftige Seite offen habe hier. Und dann gucken wir mal kurz ins Hauptmenü. Kurz hier desortieren. Bahnstrecke Bremen-Oldenburg, da haben wir jetzt geschafft. Zwei Fahrplanfahrten. So, also, wir gucken mal, 13 Uhr, 15 sind wir abgefahren, 14 Uhr, irgendwas sind wir angekommen. Also wenn ich jetzt auf die Strecken auswählen gehe, Bahnstrecke Bremen-Oldenburg, auf den Fahrplan. Verstehe ich nur nicht, welches Fahrzeug das gewesen sein kann, welches da eine Doppelbelegung auslösen soll. Soll das der hier gewesen sein? Vielleicht. Der wäre auch um 13.15 Uhr gewesen. Ich weiß es nicht. Derjenige, dem das so aufgefallen ist, das mag mal gerne das in die Kommentare schreiben, ob ich da was verkehrt gemacht habe. Wenn nicht, die... also, da vielleicht auch nochmal die Anmerkung. Wenn ihr Vorschläge macht, ne, schreibt zu, was für eine Lokomotive, also die Strecke, die Lokomotive, die genaue Uhrzeit, die im Fahrplan steht, nicht wann die abfährt, ne? Und was ich dann noch dazu brauche, wäre im Idealfall noch eine Zugnummer. Aber das, ne, achtet bitte deinen Vorschlägen drauf. Ich werde denjenigen mal anschreiben und dann bin ich mal gespannt, was da mir noch gesagt wird. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Jetzt fast eine Stunde 45 haben wir voll. Und das heißt für euch jetzt wie immer abonnieren, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Aktiviert die Glocke, Däumchen nach oben, Kommentare dürft ihr natürlich auch sehr gerne da lassen. Und ihr dürft in den Discord kommen, der Link dazu ist wie immer in der Videobeschreibung. Und für alle von euch,
Dann nochmal der Hinweis, ne, wenn ihr mich aktiv unterstützen wollt, sehr gerne Mitglied werden. Das Ganze ab 99 Cent im Monat. Da würde ich mich drüber freuen, über eine Mitgliedschaft von euch. Wenn wir genug zusammenbekommen, dann werde ich die exklusiven Videos vielleicht sogar für 99 Cent raushauen. Und dann habt ihr da auch ein bisschen was davon, dass ihr mich monatlich unterstützt. In dem Sinne wünsche ich euch dann noch einen schönen Abend und von mir natürlich wie immer ein gepflegtes Reingehauen. Und bis zum nächsten Mal mit Trains and Worlds 3 auf meinem Kanal. Ciao!